Herr Seitz, Ihr Hotel ist das Hotel Bellevue in Zell am See in Thomasbach. Bellevue heißt auf Deutsch schöne Aussicht. Die hat man bei Ihnen, wenn man aus dem Fenster schaut, aber auch wenn man auf die Fassade Ihres Hotels sieht. Was sieht man bei Ihnen noch alles? Ja, Sie sind ja gut informiert über unser Hotel. Das Hotel Bellevue bietet einen einmaligen Ausblick auf den See, die Stadt Zell am See, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn. Viele Einheimische denken, wenn sie an Sie denken, an Ihre hervorragenden Fische im Hotel. Gibt es die auch im Winter? Ja, natürlich gibt es auch im Winter unsere Fische. Sie sind zwar nicht immer fangfrisch aus dem See, da dieser zugefroren ist, aber Rheinanken, Hechte, Zander und Seeforellen findet man immer wieder auf unserer Speisekarte. Herr Seitz, man sagt, Sie kümmern sich sehr gerne um Ihre Gäste. Wie geht es eigentlich Ihrem Sohn? Ja, ich kümmere mich gerne um meine Gäste. Und das ist eine Leidenschaft, in dieser Branche zu arbeiten für mich. Und mein Sohn, der geht jetzt in die erste Klasse in Glessheim, in die Tourismusschule. Und ich denke mir, dass es ihm auch viel Spaß macht. Das Service im Winter steht bei Ihnen ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste. Stimmt das? Ja, natürlich. Ich schaue, dass wenn der Gast kommt, dass sofort der Skiverleih ins Haus kommt, dass er gut ausgerüstet ist. Der Skipass ist an der Rezeption. Und am nächsten Tag in der Früh bringen wir Sie gerne ins Skigebiet.